Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Instabox Winter Edition. Und wir dann gucken mal rein. Und als erstes Produkt ist hier von Emma Hardy die ein Cleansing Balm. Also quasi ein Abschminkbalm. Richtig cool, bin gespannt drauf, werde ich auf jeden Fall demnächst gleich testen. Ich habe so einen Balm noch nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen bin ich mega gespannt drauf. Dann habe ich hier von Adeko den Push-Up Volume Hot Chili Lip Booster. Auf den bin ich auch schon sehr gespannt, der soll vollere Lippen zaubern. Bin ich sehr gespannt, ob der auch wirklich scharf ist. Und dann sehe ich hier ein Produkt, auf das freue ich mich richtig krass, und zwar von e.l.f. Die Eyeshadow Palette, und die Farben sind mal mega. Guck mal Leute, da ist Lila dabei, Schwarz, Grün, also richtig coole Palette, auf die freue ich mich mega. Und dann ist hier noch von My New Hair die Haarmaske Tiefenpflege mit Keratin. Bin ich auch schon mega gespannt. So, Haarmasken liebe ich sehr. Also ich benutze einmal die Woche eine Haarmaske und finde, seitdem ich mein Geheimnis mache, sind meine Haare so viel gesünder und weicher. Und jeder in meiner Familie kann es auch gar nicht glauben, da ich ja blondierte Haare habe, dass sie so gut gepflegt sind. Ich werde euch auf jeden Fall meine Haarroutine mal drehen und euch dann mein Geheimnis lüften. Das kann ich euch echt nur weiterempfehlen. Dann gibt es noch von Heilerde bzw. von Bullrich eine Heilerdentuchmaske mit totes Meersalz und mit Hyaluronsäure. Richtig cool, Marke kenne ich überhaupt nicht. Freue ich mich, die zu testen. Und dann gibt es hier noch von Dr. Lip den Original Nipple Balm. No comment. Ja, der soll angeblich sehr gut für alle Art von trockenen, schmerzenden, rissig, juckenden und empfindlichen Hautstellen helfen. Werde ich auf jeden Fall testen und euch berichten, aber nicht an meinen Brustwarzen. Dann gibt es hier noch von Polar eine Revitalizing Cream, Polar Night Cream. Ich glaube, die habe ich sogar schon ein, zwei oder dreimal. Weiß ich nicht, vielleicht werde ich die sogar verlosen. Und dann gibt es hier noch von InStyle so einen richtig coolen weinroten Gap-Beutel, den man einfach so altmodisch so aufknüpft und dann hier einfach so Sachen reintun kann. Richtig cool. Finde ich richtig cool, wenn man mal so eine kleinere Tasche hat und einfach so eine kleine Geldbörse braucht. Und dann ist hier noch von MyCrowd das Brot-Topping, was auf Brot kommen soll. Das sieht irgendwie richtig cool aus, richtig bunt. Da drinnen befindet sich persisches Blausalz, Paprika, Tomate, Schwarzkümmel, roter Pfeffer, Schnittlauch, Sesam, Bohnenkraut, Zitronenschale und Kornblume. Ja, mega gespannt, werde ich auf jeden Fall testen. Und das letzte Produkt ist von Teatox, der Natural Defense Organic Green Tea with Ginger. Auf den bin ich mega gespannt. Ich habe von dem schon sehr, sehr viel gehört, aber persönlich noch nie getestet. Deswegen freue ich mich, ihn zeigen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann am Sonntag um 14 Uhr oder Mittwoch um 12 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!